Hallo meine lieben Freunde, hier ist euer Zauselbart mit Graveyard Keeper. Und wir müssen so noch einige Sachen machen. Oh. Und zwar müssen wir noch die Rüben, müssen wir. Einmal, wir haben die Rüben, Das ist, übermorgen. Okay. Frau Anmut. Das ist morgen, okay. Gut. Oh, warte mal, wir könnten eigentlich uns was Neues. Wir haben 5 silberne Geschichten. 5 silberne Geschichten haben wir. Da brauche ich ein Kapitel. Kapitel her. Ah, wir haben eine Notiz zu wenig anscheinend. Wir brauchen Stift und Tinte. Okay. Was ist das? Lebensextrakt. Das suchen wir mal. Lebensextrakt. Krieg ich mal Punkte, Alter. Ich krieg mal Punkte. Und da suchen wir. Wunderbar. So, also wir brauchen Stift und Tinte. Wo kriegt man jetzt Stift und Tinte nochmal her, Leute? Wo kriegt man nochmal Stift und Tinte her? Müssen wir mal gucken, wo wir das herkriegen. Oh nein, das ist alles dunkel. Egal. Machen wir vielleicht bei dir? Was hast denn du Leckeres? Ja, irgendwo ein Blaubeerkuchen. Wenn nicht. Nee, das bringt mir nichts bei dir. Die Handelslizenz. Stift und Tinte. Le-Stift und Le-Tinte. So, den haben wir ja schon den Honig gegeben hier. Mehr Platz im Inventar haben wir. Guck mal, dann könnte man doch eigentlich. Wann kommt der überhaupt? Ich laufe dahinter ohne Mond. Ah, scheiße. Okay. Holen wir uns da unten nochmal die Pilze. Wo kriege ich die Tinte nochmal her? Bei wem war denn das? Kannst du noch irgendwas handeln?
Dann kriegt man nur Sesamöl und so. Also der bringt mir gar nichts. Aber wir können jetzt zur Frau Anmut. Du schon wieder. Dein Schatz. Und ich selber. Sag ihm, er hat mir etwas Geld wiedergeben sollen. Ach so. Wenn er die Halskette meiner Mutter nicht finden kann, ist unser Deal geplatzt. Welche Halskette? Das Einzige, was ich noch von meiner Mutter habe. Sie hat mir gesagt, dass sie behalten soll und dass sie mich glücklich macht. Und ich habe sie verkauft, um meinen Auftritt vorm König zu finanzieren. Jetzt würde ich sie gerne zurückkaufen, aber ich kann sie nicht mehr finden. Lange ist bekannt dafür, dass er alles finden kann. Er hat mein Geld genommen und jetzt habe ich weder Geld noch Halskette. Du bist ein starker, intelligenter Mann. Ich bin sicher, dir fällt schon was ein, wie du einer armen Frau helfen kannst. Toll. Okay. Das hätte man dann abgeschlossen, glaube ich, oder? Ja, habe ich abgeschlossen. Mal die Frau der vom Wirt. Handel. Ach so. Bringt mir nichts. Wann ist denn eigentlich der Händler wieder da? Morgen. Okay. Das ist gut. Machen wir doch mal Pilze. Die nehmen wir doch mal mit. Genauso wie die Pilze. Und die Pilze. Der Passierschein A38. Ja, ja, den habe ich ja. Regnet es. Was ich noch nicht rausgefunden habe, wie mir Tinte herstellen. Weil dann könnte ich nämlich mir das Zeug selber herstellen. Distillationswärme. Nicht irgendwas reinschmeißen? Nee. Und ich habe schon wieder eine neue Geschichte. Ich bräuchte einfach nur Tinte. Ja, Tinte muss ich herstellen. Dazu brauche ich schwarze Farbe. Alchemie-Werkbank für Zombies oder Alchemie-Tisch Stufe 1. Alchemie-Tisch Stufe 1. Hier. Gibt es da irgendeine Technologie, wo ich Farbe herstellen kann? Das ist Anatomie. Muss doch irgendwie möglich sein. Dünger. Wenn sogar Wein jetzt herstellen. Ne? Aber ich bräuchte was ganz was anderes. Was ist das?
Farbe, Farbe, wie stellt man Farbe her? Mal Schlange eigentlich da. Eigentlich könnten wir ja mal. Nee, Schlange ist nicht da. Wieder ganz schwierig heute. Können wir irgendwas? Irgendwas Leckeres herstellen. Außer Bärensaft. Säft. Ich will Säft. Machen wir das so. So, wie schaut es jetzt aus? Ich brauche das, das und den Kohlensamen. Kohl, den Kohl brauchen wir. Wir brauchen Kohl, Helmut Kohl brauchen wir. So, zweimal Kohl. Einmal Helmut. Voila. Handelssegen. Mhm. So, was fehlt? Achso. Okay. Sag mal, wir hätten hier ein Stück gar noch einmal Kohle. Oder vielleicht das da. Das können wir auch mitnehmen. Die Pflanze nehmen wir auch mal mit. Muss doch irgendwie möglich sein. Oh, warte mal. Punkte einsammeln. Muss doch irgendwie möglich sein, schwarze Farbe herzustellen. Guck mal. Fang mal an. Schwarze Farbe. Asche. Und Öl. Nehmen wir mal das. Ja, und schau mal, da ist es jetzt. Ah, geil, Asche und Öl. Okay. Und hier hat man nochmal Öl hergestellt. Aus Ölschleim, okay. Wie stellt man Ölschleim her? Hat man Ölschleim nochmal hergestellt. Das da mit Wasser, glaube ich. Ja, das ist Todesschleim. Ah ja. Also man braucht erst Wasser. Und was passiert, wenn ich Verlangsamungspulver nehme? Beschleunigung. Ah ja, okay. Ölschleim, genau.
Muss ich doch. Wie habe ich denn jetzt Pulver hergestellt eigentlich nochmal? Alchemie, Zersetzungstisch oder Alchemie-Mühle? Okay. Eine Alchemie-Mühle. Ist das überhaupt eine Alchemie-Mühle? Weiß ich gar nicht. Alchemie-Mühle, da haben wir sie doch. Dazu brauchte ich den polierten Stein. Ah ja, okay. Und polierter Stein. Polierter Stein. Warte mal, war das hier? Hier, polierter Stein. Dazu brauche ich 50 Bubbles. 50 Bubbles. Man hätte mal überall hängen bleiben würde. Was gibt Bubbles? Das da würde Bubbles geben. Oh. Passt. Ah, so. Okay, dazu brauche ich dann Steinschneider 2. Okay. So, Steinschneider 2. Geh du mal raus. Oh, warte mal. Wir könnten doch eigentlich schon. Nee, falscher Tisch. Ja. Yeah. Juhu! So, und schau mal, die kann man auch noch bearbeiten. Das ist halt alles immer mit ganz viel Arbeit verbunden. So. Wir brauchen. Wir brauchen ein neues Kapitel. Warte mal, nee, wir brauchen hier. Ach, Stift und Tinte brauche ich. Hupsi. Stift und Tinte. Ach, Mann. Handelssegen kommt auch mal da rein. So. Genau. Ne, Gold haben wir nicht. Oh, das ist schlimm, wenn immer voll ist. Oh. Nein. Hier Kapitel. Zap, zap. So. Und silbernes Kapitel. Wunderbar. Jetzt nehmen wir doch Gebet nach Reichtum. Gebet nach Reichtum. Oh. Oh nein. Der Tag ist fast rum. Ah, wir haben den Tag verbümbelt. Wir müssen doch noch zu dem Händler. Oh, schnell. Hi. Lass unsere Anmachungen.
Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Yay! Aber um ehrlich zu sein, dieses Gemüse ist furchtbar. Das könnte ich nur an die armen Stadtbewohner verkaufen. Die essen alles. Vor allem zwei schlechten Ernte nacheinander. Schlechte Ernte? Ich sehe kein Anzeichen einer schlechten Ernte. Alles wächst und gedeiht. Dieser Ort ist ja auch gesegnet, aber in der Stadt und in ihren Vororten gibt es Wasserknappheit. Der Wimur-Fluss hat weniger Wasser, nur der Giol, der an deinem Friedhof vorbeifliegt, bringt Wasser nach Wimur. Also, der Wasserstand im Hafen der Stadt ist zu niedrig, deshalb kann das auch das Schiff der Toten nicht ablegen. Frage nach zukünftigen Geschäften. Ist es möglich, zukünftige Ernten zu verkaufen? Du scheinst ein anständiger, vertrauenswürdiger Typ zu sein. Na klar. Ich habe einen Traum und ich bin froh, dass du auf meiner Seite bist. Es ist Zeit, dass wir beide bekommen, was uns zusteht. Was uns wirklich und wahrhaftig zusteht. Und deswegen muss ich der königlichen Küchenmeister werden und königlicher Geschmackstester natürlich. Dies wird mir unglaubliche Macht verleihen und ich komme an allen das leckere Essen, das nur der König sich leisten kann. Und was hast du das mit mir zu tun? Geld. Wir werden ein Vermögen verdienen. Und dann bin ich dabei. Um mein Ziel zu erreichen, müssen wir den Kampf an zwei Fronten gewinnen. Zunächst müssen wir den Markt der Delikatessen in der Stadt dominieren und dann müssen wir die Mitglieder der königlichen Rats bestechen. Mit diesem Gemüse fassen wir auf den Markt keinen Fuß, aber ich erkenne das Potenzial. Mit der richtigen Dünger und einer guten Auswahl an Saatgut könntest du etwas Feines anbauen. Aber zunächst brauchst du eine Handelslizenz vom Briefkasten bei der Kirche. Besorg dir eine und wir sind Partner. Okay. Halt still, ich bin gleich da. Haben wir nicht eigentlich so eine Handelslizenz schon gekauft? Ich war der Meinung, wir haben schon eine. Ich hoffe, die ist nicht zu teuer, ey. Mal schnell gucken, ey, bevor der abhaut. Da ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Okay, na ja, gut. Dann gucken wir doch mal. Aristokraten. Handelslizenz. Warum? Was fehlt uns? Oh, Scheiße, Alter. Uns fehlt Geld. Okay, das können wir heute knicken. Apropos, was bringt mir jetzt das hier? 20 für eine erfolgreiche Zeremonie. Okay. Oh, okay. 20 haben wir ja, Gott sei Dank. Gut, machen wir weiter. Also, bringt mir jetzt halt gerade aktuell nichts. Ja, ja. Oh, wir brauchen Papier. Warte mal, wir brauchen Papier. Papier, wir müssen Papier herstellen. Das nützt mir aktuell noch nichts, weil wir brauchen erstmal Geld. Oh, warte mal. Sollte man einsammeln. Und das da unten auch. Und kann ich nicht einsammeln. So. Oh. Ach, das kann ich allerhöchstens verkaufen. Okay. Kein Ding. Kann man ja machen. So, erstmal Papier. So. Und jetzt können wir die Notizen machen.
Ja, wie viel haben wir? Mist, hat nicht geklappt. Und bloß noch eine. Okay. Wir machen. Oh, schau mal. Aber ne, Gebet. Reumütiges Gebet. Geht nach Vorstellungskraft. Machen wir erstmal hier. Unser Spendengebet. Nicht genügend Energie, Alter, ey. Komm. So, jetzt haben wir unser Spendengebet. Gebet nach Vorstellungskraft. Machen wir mal. So. Rein, rein, rein. Das kann man raustun. Das kann man raustun. So, 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 so. Okay. Na gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaut in der nächsten Folge wieder rein, wenn es wieder heißt Graveyard Keeper mit Zausel. In diesem Sinne, denkt ans Liken, Abonnieren, Kommentieren, Glocke. Habt noch einen schönen Tag. Tschüssi, euer Zausel.